das denn für ein Lager? Ein Schatten. Vielleicht ein Jägercamp. Bei Green Mountain direkt? Oh, warte mal, da hinten ist Ofen an, bei dem großen Haus. Ja, dann ballern wir die jetzt weg. Weiß ja nicht, dass noch wer da ist. Hör aber zu, ne? Das ist ein Indikator dafür, dass die noch da sind. Okay, wer nimmt die Vordertür? Du mit der Schrotflinte. Ich kann nicht, man kann ja hier direkt mit der Mosin raufgucken. Und bei welchem Haus denn? Das große. Große. Was heißt das große? Ach, da oben rechts, da ist rechts. Das ist ganz hinten, ja. Oh nee, das ist mir zu heikel, ey. Die können da rausglotzen und wir stehen hier auf freiem Feld. Ja, stimmt. Hm. Ich komm dir ja raus. Es regnet nämlich nicht mehr, oder? Doch, es regnet noch. Also vielleicht sind die auch schon weg, weißt du? Ich hatte sich noch nichts bewegen sehen. Aber dass die Tür zu ist, ist irgendwie. Warum sollten die auch bei Regen rausgehen? Gehst du mal hinten rum, Pascal? Bin immer noch. Also ich bin noch nicht umlaufen. Soll ich mal das umlaufen oder was? Ja, ja, klar, dass du die Hintertür siehst. Ja, ja, aber die können mich dann wegrotzen, wenn sie mich sehen. Du brauchst ja nicht so nah dran sein. Ich gehe schon nach hinten gerade. Ich auch. Also ich umrunde gerade. Ja, ja, ich auch. Ich bin im Wald. Wir können aber rein oder weitergehen. Wir können jetzt in die Ewig stehen, oder? Das ist langweilig. Ey, lass doch kurz chillen. Kann doch mal kurz gucken. Bin ich so gut in diesem Stillgesetze? Du bist kein guter Jäger, ne? Wie willst du denn Hunter Call of the Wild spielen? Was will ich spielen? Ich kenn das gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ihr da labert die ganze Zeit. Ich verstehe die Hälfte gar nicht. Hinten ist auch die Pfütze. Hinten ist auch die Pfütze. Hm. Bist du schon einmal rum? Oh, ich war sehr nah dran. Oh Gott, ihr müsst mich fast schon hören. Ich hab da noch nichts sich bewegen sehen. Man sieht doch nichts. Die können auch oben sein. Die können auch oben sein. Da kann ich auch reingucken. Alle Fenster. Echt? Siehst du überall drin? Siehst du den Raum? Ja. Ach echt? Ich sehe oben beide Räume komplett und unten sehe ich ja, habe ich zwei Fenster. Soll mal jemand näher rangehen, wenn du zu dir so sicher bist? Ja, was soll ich denn da näher dran? Hast du eine Schrotflinte, Pascal? Nur Gummigeschosse. Shit. Das hat geraucht. Ich gehe jetzt ran, wenn du meinst, der ist da nicht. Ja, ich habe die vordere Seite im Blick. Wenn sich Warte, was bewegt, dann sage ich. Mach erstmal nur die Tür auf, sonst kann ich dir ein bisschen noch zumindest Deckung geben, wenn falls sie. Bist du drin? Ne, er ist neben der Tür. Achso, du hast die Tür aufgemacht. Nix, wa? Nee. Guckt doch keiner aus dem Fenster. Nix. Nicht auszuschließen, dass die auch losgelaufen sind, weißt du, als sie uns gehört haben. Ja, aber dann die Türen zuzumachen, ist auch Quatsch. Ja. Ja. Okay, ja, lass hier kurz die Hütten durchgucken. Kann auch sein, dass sich hier einer ausgelockt hat. Hütten durchgucken, ah, hier oben war das Lagerfeuer an. Oben? In der oberen Etage. Ist es noch an? Nee. Gerade ausgegangen. Oh, aber hier sind quasi noch die Überreste. Ja, die haben sich verpisst, als sie die Schüsse gehört haben. Ja, auch wenn das hier ausgelockt sind. Habt ihr in die Hütten geguckt? Nee, ne? Ich nicht, ne? Ich warte hier im Wald. Na gut. Mir ist kalt, ist nicht gut. Ja, hier würde ich jetzt auch nicht Rast machen. Ach so, echt? Jetzt habe ich mein Wärmekissen gerade ausgeknickt. Toll. Ausgeknickt? Geknickt. Du musst einfach nur die Waschen ausbringen. Aber ich dachte, wir wollen hier Pause machen. Nein, nicht. Ja, aber ich muss ja auch mal. Ja, es regnet halt. Ich weiß nicht, ob das viel bringt, dass man die ausbringt. Doch, bringt man. Das bringt schon was. Ja, hier ist nichts zu holen. Wo seid ihr? Im Haus unten. Was heißt das? Ich bin am Ausbringen gerade. Auch im Haus, Pascal? Nee, in so einer Hütte. Okay, toll, dann bin ich ja hier alleine. Ach, du bist im großen Haus. Naja, ich dachte mir, ich gehe da rein. Genau, wenn jemand oben sich das Lagerfeuer nochmal angucken will, damit ich keine Scheiße erzählt habe. Nein, ich geh hier im Wald und versteck mich. Ja, dahinter ist gute Stielaugen. Ja, ich bin hinterm Haus. Wir sind hinter dem großen Pascal. Hinter dem großen Haus. Ich glaube, der ist da ausgelockt wahrscheinlich. Oder zum Green Mountain gelaufen, nachdem er die Schüsse gehört hat. Und wir sind aneinander vorbeigelaufen. Kann sein. Das war aber schon ziemlich
weggebrannt. Das dauert auch ewig, ne? Ja. Ach, da bist du. Ja. Das ist Seleno Gorst schon, ne? Ja. Oder? Sicher? Nee, das ist, glaube ich, ein anderes Dorf. Doch, doch. Hundertprozentig, weil diese Häuserblocks da hinten sind. Ach doch, du hast recht. Ja, da ist doch diese Scheune. Leider, wir finden es nicht schlimm, dass der Winter jetzt hier vorbei ist. Ich finde das mega gut. Da sind auch Zombies hinten, glaube ich. Seleno Gorst ist eigentlich auch immer was los. Hier ist auch kalt. Ja, wird schon. Mir ist warm. Rüber, oder was? Ja, wir müssen in den Wald da hinten eigentlich rüber. Ja, würde ich auch machen. Hm. Schüsse. Oh. Die kommen von Green Mountain. Ja, ja. Vielleicht können wir ja raufspecken. Doch. Bei mir kommen die aus Seleno Gorst. Von da kommen die. Vom Wurzeig? Ja, von da. Ja, bei genau. Bei mir kamen die von woanders. Nee, da, wie Pascal sagt. Bei dir können sie nicht von woanders. Kannst du an die gleichen Schüsse. Oh, jetzt kommen sie. Doch, jetzt ja. Kommen welche von da. Ja, von Green Mountain. Komisch. Ich hab mich voll erschrocken, ja. Das Zombie. Das waren dann wohl wahrscheinlich die, die da gekocht haben. Alter, oh. Wie viele? Wollen wir mal so ein bisschen spicken? Hä, nee. Von hinter uns auch? Lass rüber in den Wald, würde ich sagen. Ja, in welchen jetzt? Hier rüber über die Wiese müssen wir leider. Hä, echt jetzt? Ja. Okay, dann schnell. Ich kann aber nicht so schnell laufen immer. Oh, oh Gott, wir gehen so schwer? Drauf. Hä? Kannst du halt laufen, hast du ja, aber nicht immer, ich hab nicht so viel Ausdauer. Viel mehr als ich. Hm? Du musst haben vorher aufhören. Ne? Ja, ist mir schon klar. Haben sich doch zwei die richtigen gefunden, ne? Ich sag's dir, die sind losgelaufen, als sie unsere Schüsse gehört haben. Und wir sind dann weggelaufen. Zum Glück sind wir weggelaufen. Hinter uns sind auch überall. Ah, da wird schon extrem viel geballert, ne? Ja, lass uns von oben mal zum Berg oder so gucken. Das ist eine ganze Ecke weg, das sehen wir nicht. Achso, ich dachte, wir gehen auf irgendwelche Schüsse zu, sind wir von beiden weggelaufen, waren das nicht zwei verschiedene? Ich wollte den Berg hoch und dann auf Seleno Gorst mal gucken. Da kamen ja angeblich auch Schüsse her. Ja, hier, hörst du? Ja, das ist da, wo wir herkamen. Hörst du? Ja. Wo ist Pascal? Ach, da. Wie viel Munition hat der? Ja, das finde ich so absurd, dass die Leute sich leisten können, so viel rumzuballern, Mann. Ja, schau mal, wenn wir jetzt hier in Seleno Gorst, wir würden locker einen sehen, wenn wir jetzt hier warten würden. Ja. Locker. Ja. Den lauerst du dann eben auf und dann fahre ich auf einen Schuss oder zwei. So. Kommt auch an, wie viele es wieder sind. Ja. Das natürlich, aber. Da muss der Heli noch weiter am Westen sein. Hm. Das ist ja schon das Military. Ja, ist ja auch der interessante Ort hier. Wollt ihr da rein, oder was? Gute Frage. Nee. Ja, dann lass woanders hingehen. To the west. Wo ist Pascal? Ich glaube hier lang. Hat da über uns, ja, über uns. Okay. Hier sehe ich von zurück. Du gehst halt Richtung Osten. Oh, entschuldige. Das wäre ja so selbstverständlich. Du gehst doch gerade Richtung Osten, bist bekloppt. Oh, ich würde weiter Richtung Heli gehen. Also da, wo ich denke, dass Heli. Er da ist. Wollt ihr nicht mitkommen? Doch, oder? Ich will, aber ich find's witzig, dass du glaubst, dass du noch weißt, wo er ist. Ja, ich finde den. Jesse, du läufst immer noch weiter. Ich lauf genau in die andere Richtung, die ich gerade gelaufen bin. Jesse, du sollst mit uns gehen und nicht in irgendeine Richtung laufen. Ihr habt gesagt, ich lauf Richtung Osten, dann bin ich in die andere Richtung gelaufen. Dann sollte ich doch Richtung Westen laufen. Das ist gut. Oh, wie schön. Hier kann man voll weit gucken. Ja, aufgeiern. Da unten ist einer, da baut einer gerade. Wo? Ich will im orangenen Haus. Warte, ich will ihn aussehen. Schießen? Ja, baller den weg, den Wichser. Da sind auf jeden Fall zwei, der baut doch hier nicht alleine. Ja, wo siehst du das? Warte, ich stell mich mal kurz in die. Ja, ich sehe ihn, er rennt halt über die Straße, ne? Ja, kill ihn doch. Wenn er den Baum schleppt, ist er ganz langsam. Ja, okay, warte, bis er den Baum. Oh, versteckt euch bis dahin, dass er uns nicht sieht. Gute Frage, was das wieder für eine Entfernung ist hier. Jetzt schleppt er. Hast du ihn? Nee, ich hab einen anderen Winkel. Ja, aber kill ihn. Warte, wir sprechen uns ab und feuern dann beide, weil dann haben wir bessere Chancen, ihn wegzumachen. Wo ist er denn, dass ihr den mal seht? Ja. Ist er am Wasser? Jetzt sehe ich ihn, jetzt habe ich ihn gesehen. Okay, warte. Ja, gleich ich ihn auch. Jetzt habe ich ihn auch. Oh. Los, schießt. Wo
vorbei. Wo ist er denn? Mann, das ist so blöd, dass ich ihn nicht sehe. Ich mach mal auf. Habt ihr schon drauf? Jetzt guck lieber, ob da noch einer ist. Ja. Bevor wir hingehen. Position wechseln. Wenn, dann läuft er in den Wald. Ja, aber der kann auch in dem Haus sein, aus dem Fenster gucken. Naja. Ich weiß leider nicht, das Haus hat keine Fenster auf der Seite. War da nur ein Haus? Ja, das ist nur das eine Haus. Okay. Ja, ich guck ein bisschen. Ja, ich würde sagen, wir gehen von der anderen Seite hin. Und denk dran, dass der Schuss jetzt auch wieder... Ja, deswegen sollten wir eher zu früh als zu spät hin, weil mit einem kommen wir klar, aber nicht mit drei Leuten, die hier gleich auftauchen. Wer will hin? Ich weiß halt nicht, wo er war. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe keinen Platz, um was zu tragen. Ich schon? Ja, dann kommt doch irgendwann mit. Ich kann einfach den Rucksack vollstopfen, in die Hand nehmen und wegrennen. Okay, warte, ich komme. Wo ist noch runter? Geht ruhig, ihr beiden. Also seid ihr schon nah dran? Ich bin schon nah dran, glaube ich. Ich bin noch da, wo wir gerade waren, quasi. Ich gehe schon mal näher ans Haus ran. Berene, du bist gerade über die Straße? Ja, das war ich. Okay. Mein Gott. Immer wenn ich wen sehe, seid ihr meine Teamkameraden. Das regt mich so auf. Stimmt, ich guck jetzt rein quasi ins Haus. Ja. Na, hier ist er doch. Ja. Eintüten. Alles, was geht. Also alles, was wichtig ist. Ich nehme einen Rucksack einfach in die Hand und den Rest musst du mitnehmen. Ah, nicht hier. Aber eine Axt hat er. Ich laufe kurz den Rucksack zu dir, René. Ich weiß nicht, was er hat. Weiß doch gar nicht, wo ich hat bin. Er irgendwelche Waffen oder Munition? Ne, Munition mit notfalls. Ein Visier für die Mosi hat er. Ja, nimm mit. Eine Sig Sauer. Oh. Klautabletten. Ja, Sig Sauer ist doch wie eine M4, oder? Nein, das ist eine Pistole. Ach so, ach, stimmt. Mosin-Muni, ein M24 Magazin. Oh, ne, mitnehmen. Ich versteck mich hier in der Tanne mit dem Rucksack. Ja, AK-Magazin. Wir sind, glaube ich, sowieso über den Staudamm. Da können wir noch zum Jäger kämpfen. Oh wow, im Rucksack war gar nichts drin, außer ein Hammer und eine Zange. Night Vision. Oh, Night Vision. Also Night Vision nur das, den Aufsatz quasi. Ja, haben wir ein schon Sticker. Zwei. Nee, der ist zwar hier richtig am Bauen. Echt? Der Arme hat sich bestimmt erschrocken. Hier Holzstamm, hier sind richtig dahin, viele hier Loks. Wir müssen eh gleich über den Staudamm. Vierstelliges Zahlenschloss ist hier. Oh. Ich nehme mit. Wir haben auch noch einen Code-Lock. Hier sieht man uns halt gut, ne? Hat der Draht? Oh, Draht wäre gut. Draht und Nägel. Ich will aber auch nicht zu lange bleiben. Ja, Draht und Nägel irgendwo? Nein. Nee. Hier ist ein Gate, das kann man auseinanderbauen. Zange, Jessi, kannst du das? Ich hab Nägel im Paar. Ich hab die Zange, warte. Ich hab eine Zange. Hast du? Können wir einnehmen eigentlich. Ja, ja, auf jeden Fall, cool. Kann ich will nicht? Aber eigentlich jetzt nicht so lange bleiben. Ja, dann lass los. Nur auseinanderbauen und dann mitnehmen oder so. Ja, scheiße, ich weiß nicht wie. Muss ich das mit der Axt machen? Hier sind noch mehr Zahlenschlösser, fünfstellig sogar. Naja, ich weiß nicht, wie ich das zerlege, das kleine Gate hier. Scheiß doch drauf. Oh Mann, scheiß Draht. Fünfstelliges Zahlenschloss? Ja, hab ich. Eins hat er noch oben in dem Rucksack. Ach, da. Krass. Hier ist ja auch eine Waffe, eine Swall. Oh. Eine VSS-Sniper. Kann man. Ja, dann was ist los? Nägel habt ihr nicht gefunden, ne? Doch, Nägel habe ich ein paar nur. 70! 70 Nägel, okay, ja. Nice. Ja, hier so unten lang, das ist gut. Über den Staudamm wollte ich. Oh Gott, über den Staudamm jetzt. Ja, da wir uns hier nicht beschossen wurden, hat uns anscheinend auch keiner gesehen. Ja, aber das war voll die krasse Baute, die er da angefangen hat. Ganz allein. Ich hatte der lag auch ein fünfstelliges Zahlenschloss. Zwei, ja. Ich habe auch eins. Und dann mitten hier auf der Brücke. Ist ja jetzt nicht gerade so ein sneaky Spot. Stimmt, das ist schon ganz schön. Wenn der mal genug Kollegen hat, Mann. Oh, das wäre gut, wir brauchen Fleisch. Was? Die wurden wir schon mal angefallen. Von Wölfen, ne? Du hörst sie ja. Wo gehen wir jetzt gerade hin? Wollen wir nochmal zum Jägercamp? Boah, ich würde zumindest einmal reinrushen, weil ich nur eine Hose und so brauche. Ich habe da keine Zombies gesehen. Aber oh, was denn verfehlt? Hast du zu hoch gezielt? Zu hoch. Ich raff das nicht, ey. 100 Meter sind echt. Darf man nicht so hoch zielen? Weiter als man denkt. Ja, kommt auf die Entfernung an,
Aber zählt ihr dann, zählt ihr auf die Person oder zählt ihr richtig höher so? Kommt auf die Entfernung an. Aber bei den 100 Metern jetzt? Ich habe höher gezählt, was aber falsch war. Ich hätte direkt draufziehen sollen. Aha. Ich gehe da rein, ne? Ihr müsst jetzt nicht unbedingt direkt mit rein. Ihr könnt auch ein bisschen außen bleiben, gucken, aber... Okay. Ich versuche nur schnell eine Hose zu finden oder so. Ich hätte eine Tanne. In dem Lager kann man ja auch gut weggesniped werden. Von gegenüber. Ja, wenn ich das erste Mal, dass wir hier Schüsse hören. Jägerjacke. Der wollte heute Abend schön bauen, weißt du? Der hat schon gebaut. Hat sich einen gebaut. Eigentlich hätten wir seine Sachen noch in den Fluss schmeißen müssen. Oh Gott. So nett sind wir. Oh, eine Jägerhose, sehr gut. Weil er jetzt wahrscheinlich den Sprinter macht. Hierher. Stimmt. Den schaffst du gar nicht, den Sprint. Oh, da ist es wieder, das SA-Ding. Hab's auch gehört. Okay, die Hose muss ich dann nochmal reparieren. Oh, hier sind noch Heidehosen. Ja, ist auch schon wieder kalt. Du musst bring doch gerade deine Sachen raus. Mir ist seitdem warm. Im Regen? Ausbringen. Ja, beim Regen soll ich die ausbringen? Ich habe das auch gemacht und seitdem... Oh, jetzt ist mir wieder kalt, aber gut, hilft nur eine Minute. Aber die sind relativ lang noch feucht. Also dann nur feucht und nicht mehr. Keine Ahnung, vielleicht bringt's auch nichts. Komm, geh drauf. Okay. Ja, das ist okay. Relativ umgelootet hier. Zack. Komm. Komm. Ah, da. Ich gehe jetzt weiter um das Camp rum. Schrotmoni habe ich. Oh, ich habe Hunger. Noch mehr Schrotmoni. Alter, der ist richtig nah dran. Was ist das denn? Tactical Shirt? Ich glaube, das sind zwei. Okay, er hat einer Sachen gedroppt. Das wirkt bis so. Wir müssen auf jeden Fall durchs Camp, glaube ich, damit wir auf die andere Seite da kommen. Ja. Bist du durch? Ja, ich guck noch, aber ja, ich bin gleich durch. Ich geh rein. Immer schön in Bewegung bleiben. Von der anderen Seite kann man nämlich gut weggeschossen werden. Hier geht's doch. Achso, von der anderen Seite. Von der anderen Flussseite bist du halt voll offen. Ja, ich bin hier gerade oben bei den Autos. Hier geht's. Wo bist du? Hinter mir? Kann ich dir nicht sagen, ich bin im Lager. Geh in Richtung Elch, ich komme da auch gleich aus dem Lager raus. Ich bin da schon bei den Autos auf dem Platz. Sehr gut. Wollen wir Richtung Elch gehen? Ja, ich hab Hunger. Ja, wir müssen Essen besorgen. Es geht uns das relativ schnell ausgeholt. Der war gar nicht weit weg, glaube ich. Ja, klingt nicht so. Ich bin jetzt in dem Wald hinter dem Parkplatz. Gleich da. Oh. Du musst hier echt nah dran sein. Bist du das? Hinter dem Parkplatz? Ja. Hi. Da, siehst du ihn? Ja, wir warten noch auf das Kalb, würde ich sagen. Oder? Aber hörst du ihn echt? Ja, ich höre den. Okay. Da sind zwei. Also über dem Leber. Ja. Hier steht einer. Ich hab dich null gesehen, ne? Scheiße, ich will nicht Gummigeschosse dafür da rausholen, ne? Kann mir einmal kurz jemand das hier droppen? Ja, warte hier. Liegt da. Ja. Bin schon geduckt. Echt? Ich auch. Jetzt. Der klang schon relativ nah. Manchmal sind die ja dann. Hier ist. Oh Gott, schön, echt laut. Ich glaube, das ist noch eine Ecke weg. Nee, das ist das Geräusch, wenn er richtig in der Nähe ist. Aber ist der im Wald? Wir sind jetzt unten am Berg auch, ne? Das ist nicht unbedingt vorteilhaft. Wollen wir hochgehen? Ja.
Oh, der ist auch da oben. Ja, deswegen. Da müssen wir von unten nach oben schießen. Wird auch dunkel. Ja, wird echt dunkel. Wir sollten den schnell mal finden. Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Der hat sich länger nicht gemeldet. Scheiße, ich habe nichts gehört. Da ist er. Oh, da sind sie auch, ne? Ich sehe nichts mehr gerade. Ich muss meine Hände. Drop mal deine Mosi. Dann kann ich ihn erschießen. Ja, ich habe halt Hunger, ne? Schieß doch nochmal, wenn du kannst. Oh, warte. Nice. Okay, jetzt schnell hin. Ich sehe gar nichts. Jesse, versuch mal, was Geil zu helfen. Ich nehme das Ding warte, aus. Warte, wo ist er denn? Du bist da bei mir. Siehst du mich? Ich bin genau vor dir. Nee. Alter, ja. Ich stehe genau vor dir. Okay. Nee. Komm hier lang. Ich hab, hier sind die Rehe bei dem Weg. Hier ist ein bisschen heller. Ja, komm hierher. Ah, ich habe meine Helligkeit nicht mehr hochgemacht, aber ich glaube... Ich kann nichts tragen. Hat könnt ihr was mitnehmen? Ja, hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr zum Tragen. Ach, das ist ganz viel Fleisch. Ja doch, ich stand nur falsch. Okay, könnt ihr mir folgen, wenn ich durch den Wald laufe? Ja, ich versuch's. Ich sag's, schrei sonst. Puh, okay. Krass, wie dunkel das Steine, ist. Steine, ich hoffe, da fällt man nicht gleich. Eigentlich müssten wir irgendwann einen Jägerstand oder eine Straße finden. Hä, und Reni braucht Hand? Das? Wie? Ich hab doch Nachtsichtgerät. Oh. Digga. Oh, ey. Okay, dann los. Da kann die Aufnahme auch mal wieder was sehen. Oh, Mann, das ist echt im Dunkeln im Wald, ey. Wo ist dieses beschissene Haus? Wir sind irgendwie auf so einem Abhang, hier ist bestimmt kein Haus. Gott, sind wir einfach nur hilflos. Oha, hier sind ganz viele kaputte Bäume. Mein Bauch knurrt. Das ist so dumm. Wir verhungern, erfrieren und verdursten. Ich hab schon wieder roten Apfel, oh, ich geh drauf. Da ist es doch. Drin. Oder nicht, nee. Nein, das ist ein Bier. Boah. Wir haben heute das volle Desi-Erlebnis. Die sind aber verblödet, Mann. Wenn es jetzt hier nicht hinter dem Hügel ist, ne? Vielleicht sind wir auf die falsche, in die falsche Richtung gegangen. Da ist noch ein verdammter Deer-Stand. Ja, was? Ich seh's! Nur damit wir dann da erschossen werden. Siehst du Rauch? Nee, ne? Jetzt habe ich auch blinkende Temperatur. Ich seh's. Jetzt kann sogar ich's nicht mehr verfehlen. Ich hol jetzt erstmal Holz. Ich kann's anzünden, ich hab Feuerzeug. Ich schmeiß an den Hobel. Das ist ja richtig romantisch hier. Bis einer Nei kommt. Jetzt kommt die Nei. Hier machen wir eine Base rein, würde ich sagen. Okay, fertig. Okay. Autobots. Roll out. Ist gerade geblitzt? Ja, es war so. Hm. Oh mein Gott! Ah, Gewitter. Ja, okay. Ja, wenn du da in der Pfanne bist, schon. Also da, naja, ich weiß nicht. Ach, hier ist das schon. Quick and dirty, ja. Ja. Fuck it. Warte, ich will auch. Oh, okay, nicht schon gut. Ich will auch wieder schießen. Scheiße, das bringt gar nichts. Ja. Hat doch mehr Kugeln nach, Digga. Kann die von dir nicht. Oh! Der steht noch hier, ist das für dich? Ich treffe ihn nicht. Hä, wie schwer ist es bitte zu schießen? Oh, ich habe keine Ahnung mehr. Hä, ich bin ja richtig schlecht im Schießen. Also sind alle tot? Top, ja. Ich laufe eben in irgendein Zelt, damit ich einfach meine Munition wechsle. Ja, relativ schnell alles looten. Ja, ich muss hier kurz Munition nachladen. CCU-Pants. Hunterjacke, okay. Das sind nicht die ersten. Oh, eine weiße Feldjacke, aber noch nicht gesehen. Nix.
Ich hab die Flanken aber im Blick, also. Das ist gut. Kann jetzt keiner von oben kommen hier. Weste habe ich auch. So, gut, ich habe ja nachgeladen. Jägerkleidung, viel Jägerkleidung. Ich habe zwei. Ah, ein AOG-Magazin. Pistol Flashlight. Das war wohl ein Donner, oder? Mhm. 56. Ach, nee, das will ich gar nicht. Ja, ich war bei den Zelten da vorne. Ja, magere Ausbeute. Komm dich hin, nicht geht zu viel. Da war ich schon in den beiden Zelten. Was? Steht ein Helikopter. What? Den habe ich nicht gesehen. Das ist ein Taxi, ja. Okay, Heli-Taxis gibt es jetzt gerade. Oh, wie cool. Wollen wir mal fliegen? Hat nie ohne Hund. Oha, wie cool. Da ist ein Huhn irgendwo. Muss ich mich erstmal belesen, wie das funktioniert. Game Changer.